Hallo lieber Widder, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat Juli. Ergänzend zu deinem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, kannst du auch die Videos nach deinem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. Ich werde jetzt mal zwei wichtige Hauptenergien legen und dann schauen wir ins Tarot. Für die Widder, wir haben hier die Sonnenfinsternis, die Revolution Nummer 44. Es könnte sein, dass du jetzt die Auswirkungen spüren wirst von der letzten Sonnenfinsternis, die wir hatten, im Zeichen Widder, im letzten Grad des Zeichens Widder. Übrigens, die Mondknoten sind jetzt auch dabei, langsam bald überzusetzen auf die Achse Widder-Waage. Da kommt noch mal ein Schwung von Finsternissen in Richtung Herbst. Und es könnte sehr gut sein, dass du aus der letzten Eclipse-Season jetzt irgendwelche Veränderungen hier hast, dass sich etwas hier jetzt gerade verändert bei dir. Finsternisse sind immer Markierungspunkte. Die wirken nicht, wenn du davon persönlich betroffen bist, wenn du persönliche Planeten hast, die davon betroffen sind, dann wirken sie sozusagen wie ein Markierungspunkt nicht direkt an dem Datum, wenn die Finsternis stattfindet, sondern meistens signalisieren sie, dass rund um diese Zeit bis zur nächsten Finsternis oder in der Eclipse-Season, dass da eine Veränderung stattfindet. Wir sind schon aus der Eclipse-Season natürlich raus, aber diese Finsternis wirkt eben die letzte bis zur nächsten Finsternis, die eben im Herbst wäre. Und da haben wir dann eben auch nochmal auf der Achse Widder-Waage-Finsternisse. Von daher sind noch nicht alle Wagen und Widder da durch. Und was ich hier sehe, ist eine Veränderung, eine Revolution. Etwas verändert sich gerade bei dir, Großes verändert sich gerade bei dir. Du bist gerade in einer Umbruchphase. Hier ist eine Zurückweisung zu sehen. Etwas wird nicht funktionieren oder etwas wird nicht klappen. Es kann sein, dass man von einer Person zurückgewiesen wird oder dass da etwas in Bezug auf eine Verbindung mit einer Person nicht funktioniert, dass man sich trennt. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, dass es um berufliche Sachen gehen kann. Also, dass du dich beruflich gesehen von etwas trennst, hier in was Neues übergehst, dass vielleicht auch gewisse Pläne, die man macht, so nicht laufen wie vielleicht gedacht. Und dass etwas hier nicht funktioniert oder man abgewiesen wird. Irgendetwas wird abgewiesen. Es soll nicht sein. Ich bekomme gerade rein, das Universum hat andere Pläne mit dir. Schauen wir mal, was ist denn gerade die Hauptenergie für den Monat, die Sonne. Okay, ist für mich hier die Finsternis, aber ich hätte gerne nochmal das durchgemischt. Die Hauptenergie, das Hauptthema. Ja, ich glaube, es geht hier um Berufliches. Es kann sehr gut sein, dass du hier berufliche Ambitionen hast oder gerade an etwas sehr stark arbeitest und fleißig bist, vielleicht auch etwas Persönliches hier verwirklichen möchtest, beruflich gesehen. Sehr viel Fleiß, Einsatzbereitschaft wird von dir gefragt. Wovon kannst du dich jetzt so langsam verabschieden in diesem Monat? So, die Karte ist runtergefallen. Da haben wir den Ritter der Münzen. Also ja, könnte etwas sein, wo du schon lange dran hängst. Gerade hier, schaut mal, hier sind so die Spinnweben, die hier rübergehen zu dem Porträt. Also vielleicht eine lange Beziehung, eine lange Verbindung, etwas, was sich schon lange zieht, etwas, was schon langweilig geworden ist, das bekomme ich gerade noch rein. Eine langweilige Phase, die hier enden könnte, beziehungsweise etwas, wo du schon, oder eine Stelle, wo du schon lange arbeitest. Ein Zustand der Langeweile wird beendet, beziehungsweise eine Situation, in der man schon lange verharrt, wird jetzt so langsam losgelassen. Was wird immer wichtiger? Was wird immer wichtiger? Die Zukunft, sehr schön, es geht hier in die Zukunft, also du bewegst dich auch voran. Du lässt etwas los, du bewegst dich hier in was Neues voran. Du hast auch gerade das Gefühl, jetzt wird es Zeit, Pläne zu schmieden für die Zukunft. Was wünsche ich mir denn, wo soll es denn für mich hingehen? Ich möchte jetzt meine Vision, meine Träume hier verwirklichen und diese Situation hier, die schon langweilig geworden ist oder wo man einfach schon viel zu lange dran hängt, feststeckt,
da geht man jetzt raus. Also hier kommt jetzt die Revolution, hier kommt die Veränderung für dich. Und es geht sehr viel darum, was du persönlich auch willst. Also was du persönlich auch verwirklichen willst und was du dir eben auch wünschst. Was kommt Unerwartetes diesen Monat auf dich zu? Die Königin der Stäbe. Unerwartet könnte sein, dass du auf einmal völlig inspiriert bist. Also du könntest hier die Königin der Stäbe sein, dass dich die Inspiration packt, die Leidenschaft packt, das Selbstbewusstsein, dass du völlig unerwartet auf einmal das Gefühl hast, dass du super selbstbewusst auftrittst, wenn du da irgendwelche Probleme hattest oder wenn du vielleicht bisher in Bezug auf eine Angelegenheit nicht wusstest, wie es weitergehen soll, dass du auf einmal die Inspiration hast und genau weißt, was deine Ziele sind und wo du jetzt hinsteuern willst. Auf der anderen Seite könnte das eine weibliche Person sein, die hier ganz unerwartet in dein Leben kommt. Es könnte ebenfalls ein Feuerzeichen sein, ein Widder, ein Löwe, ein Schütze. Könnte eines dieser drei Zeichen sein oder diese Person hat eine starke Betonung da drin, vielleicht Aszendent, ja, dass das ganz stark auffällt. Also es könnte sehr unerwartet sein, dass hier eine weibliche Person, eine Freundin, eine Kollegin oder was auch immer, jemand hier auf dich zukommt oder deine Inspiration, deine Willenskraft dich hier packt. Wohin führen dich die Ereignisse in diesem Monat? Zu den sechs der Schwertern. Du bewegst dich aus deiner Komfortzone raus und das bringt dir die Revolution. Genau das ist es. Also du bewegst dich aus deiner Komfortzone raus. Für viele kriege ich hier rein das Thema Reisen, Umzug, Jobwechsel, Trennung aus einer festgefahrenen Beziehung, wo man nicht mehr glücklich ist. Also hier wird die Komfortzone komplett verlassen. Man bewegt sich in etwas ganz Neues hinein. Ich wüsste jetzt gerne zum Stern, hätte ich gerne mehr Informationen, was das denn hier ist. Wohin geht es denn hier? Was wird denn hier immer wichtiger mit dem Stern? Die vier der Stäbe, man öffnet sich für etwas Neues. Etwas Neues kommt auf einen zu. Eine Tür, die vorher verschlossen war, öffnet sich. Eine Entscheidung, die getroffen wird. Du wirst eine Entscheidung treffen, dich zu öffnen und die Zweifel zu beseitigen. Und etwas öffnet sich, was vorher verschlossen war. Einfach, weil du die Entscheidung triffst. Einfach, weil du dich jetzt dafür entscheidest. Ich sehe, eine Tür geht auf. Eine Tür geht auf für euch, meine lieben Widder. Eine Tür geht auf für euch. Wir schauen weiter. Ich hätte gerne abschließend noch eine Information hier für meine Widder für den Monat Juli. Gleich zwei. Reiße die Mauern um dein Herz nieder, gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Die Liebe deines Drachen berührt dich und das Feld deiner Wahrheit wird geöffnet. Drachen, ganz spannend, bei den Löwen hatte ich ebenfalls etwas mit Drachen, da habe ich gesagt, jemand könnte vom chinesischen Horoskop her im Zeichen Drache geboren sein, ja, also jemand könnte hier Drache sein, vielleicht hast du selber einen Bezug zu Drachen, das könnte etwas sein. Die Liebe deines Drachen berührt dich und das Feld deiner Wahrheit wird geöffnet. Ich glaube auch, dass ihr jetzt irgendwie so wie losfliegt oder dass ihr euch jetzt öffnet und vor allem auch hier reißt die Mauern um dein Herz nieder, gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Hier findet irgendeine Öffnung statt. Irgendetwas ist hier wie festgefahren und man löst sich daraus. Etwas erhellt sich hier, eine Tür öffnet sich, hier kommt die Revolution rein, etwas verändert sich hier auf eine größere Art und Weise. Etwas funktioniert hier nicht, etwas wird abgewiesen oder in irgendeiner Form Zurückweisung ist da oder man weist etwas ab. Irgendwas möchte man nicht mehr oder irgendetwas funktioniert nicht, da kommt Zurückweisung rein. Aber das ist nicht schlimm, weil man bewegt sich hier weiter und man bewegt sich hier in die Zukunft und da öffnet sich eine Tür, die vorher verschlossen war. Hier verändert sich sehr, 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 sehr viel. Ihr braucht keine Angst zu haben, ihr seid sicher und beschützt, Nummer 44, also keine Sorge.
Ihr seid trotzdem auf der sicheren Seite. Ich sehe, es geht hier viel um positive Veränderungen und sehr viel, was ihr persönlich wollt. Also es geht um einen Ausdruck eurer Persönlichkeit, vor allem in beruflichen Angelegenheiten. Mehr etwas zu tun, was einem persönlich entspricht, was man gerne tut, wo man sich persönlich auch entfalten kann, was zur eigenen Persönlichkeit auch sehr gut passt. Das bekomme ich gerade auch noch rein. Ja. Ja, meine lieben Widder, das war's auch schon. Das war eure Legung für den Monat Juli. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist unter diesem Video verlinkt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Und würde sagen, bis zum nächsten Video.